Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Da ist sie endlich, die Glossybox im September. Ist jetzt noch kurz vor knapp bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in die September-Edition hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Glossybox in der September-Edition ist jetzt hier bei mir normalerweise, kommt die immer recht früh am Anfang des Monats raus. Deswegen wunderte mich das sehr, dass ich so lange jetzt auf diese Box gewartet habe. Aber okay, das ist eine Abo-Box, eine Beauty-Abo-Box, die 5 Produkte enthält mindestens. Und ja, die kostet ab 12,50 Euro pro Box und pro Monat. Jo, ich habe da ein paar Codes für. Ne? Das ist einmal mein Freunde-Werben-Freunde-Code und dann ist es der Influencer-Code. Je nachdem, welchen du verwenden möchtest, kannst du dich entscheiden zwischen, ich glaube, Claudia-RSQ und Glossy Claudi oder so. Und ja, was halt gerade so besser bei dir auch funktioniert vom Rabatt her, sage ich mal. Ich bin wirklich gespannt, was wir jetzt hier drin haben werden. Der Adventskalender hat uns doch alle schon sehr, sehr glücklich gemacht. Den könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Den habe ich euch natürlich schon abgefilmt. Ja, kann die Septemberbox da noch in irgendeiner Art und Weise uns cool beeinflussen? Wir schauen mal rein. Ich habe eine Kooperation mit Glossybox und bekomme sie dementsprechend monatlich zur Verfügung gestellt, um sie vorzustellen. Habe aber selber auch noch mein eigenes Abo, wodurch ich euch dann auch quasi meine eigene Abo-Box jeden Monat verlosen kann. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Da kannst du gerne mal vorbeischauen. Solltest natürlich Abonnent meines Kanals sein. Das ist so die Grundvoraussetzung. Ansonsten lies einfach unten gerne mal nach und jo, viel Erfolg. So, Deckel ist entfernt. Box ist nicht prall gefüllt. Mal gucken. Duft ist nicht erkennbar. Und wir haben dann zuallererst so ein Glossy Magazin hier drin. Beziehungsweise, das ist digital, die... Achso, das Motto ist Golden Hour, die goldene Stunde. Okay. Das ist dann irgendwie die goldene Stunde kurz vor Sonnenuntergang, glaube ich, oder? Dann ist alles so golden. Hey Glossy, lass dich inspirieren von der wohl magischen Stunde des Tages. Unsere Golden Hour Edition begleitet dich durch die Übergangszeit und liefert dir, während du die letzten Sonnenstrahlen genießt, die passenden Must-Haves für deine spätsommerliche Beauty-Routine. Ja, und dann hat man hier einen QR-Code drauf, den man abscannen kann, um dann in das digitale Glossybox Magazin zu kommen. Ja, da wird dann auch noch mal ein bisschen was geschrieben und allerhand Informationen noch weiterhin geteilt und so, ne? Aber ich möchte mich eigentlich jetzt gerade mal so ein bisschen informieren, was die Sneak Peek für den nächsten Monat ist, weil wir haben ja schon das Motto hierfür entdeckt. So, What's Up Next? Written in the Stars Edition. Oh, da werden sich viele freuen, denn als ich auf dem Glossybox Event war, hatte ich in meiner Story dann auch so ein paar Boxen mit abgefilmt, die ich halt so vom Layout dort gesehen hatte. Und da waren diese Boxen mit dabei und da hatten mir ein paar Leute geschrieben, boah, sind die schön, werden die bald kommen oder sind das vergangene Boxen? Da habe ich auch gesagt, keine Ahnung, aber es sind Boxen, die jetzt im Oktober kommen werden. Du möchtest wissen, wie deine Beauty-Sterne im Oktober stehen? Wirf einen Blick in diese Box und entdecke die Magie und Faszination der Sternzeichen. Wir sind uns sicher, du wirst nicht enttäuscht. Schließlich stand es schon in den Sternen geschrieben, dass du und diese Box den perfekten Match ergeben. Oh, das ist aber weit aus dem Fenster gelehnt, Leute. Lass dich überraschen, welches der beiden Special Designs bald dir gehört. Welche Essentials erwarten dich wohl dieses Mal? Kreiere damit neue Looks, die deine besonderen Charakterzüge unterstreichen. Jede Menge Inspiration dazu gibt es im Glossy Online Magazin und auf unseren Social Media Kanälen. Ja, ne? Dann ist hier nochmal der Adventskalender beworben. Und den kannst du auch noch gewinnen. Dies, das, Ananas. So, dann würde ich sagen, nach diesem ewigkeitenlangen Intro schauen wir jetzt endlich mal in die Box hinein. Golden Hour. Also ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie was... Ich hoffe nicht, dass wir hier so Self-Tan oder so ein Kram drin haben. Bin ich ja nicht so... vielleicht einen schönen Highlighter, um da halt so was golden-schimmeriges mit reinzubringen. Da müssen wir mal gucken, ne? Ansonsten würde ich sagen, haben wir hier bestimmt einiges an Pflege mit dabei. Ich versuche den Klebi immer unfallfrei zu lösen, aber irgendwie in letzter Zeit ist der Kleber halt so krass, dass das leider nicht so easy peasy sonnenscheinmäßig ist. Hier haben wir den Blick in die Box. Und da sehe ich zuallererst einen Bronzer. Sehr schön, das ist passend. Von Real Her Powerwear Bronzer. 2,5 Gramm sind hier drin enthalten.
Und das ist cruelty-free. Das gefällt mir. Das kommt in meinen Full-Face-Beauty-Boxen. Das ist so ein Format, was ich monatlich abdrehe. Einfach um zu gucken, welche Produkte so in den Beauty-Boxen drin waren. Und ob sie mich nicht nur beim Swatchen und bei der First Impression Anguckgedönsen glücklich machen, sondern halt auch langfristig im Gesicht. Das ist immer so die Krux dahinter, finde ich persönlich halt, ne? So, von Real Her hatten wir auch letztes Jahr, glaube ich, mal so eine Face-Palette mit drin. Hier haben wir jetzt einmal den Bronzer. Da steht jetzt nicht irgendwie eine spezielle Farbe, einfach nur Power Wear. Okay, also wird dann wahrscheinlich gut halten. Genauso wie das Ding hier nicht aufmachbar ist. Au! Danke. Süß. Oh. Okay, also für mich jetzt überhaupt nicht aschig, ne? Das ist schon sehr gelb, beige, orangestichig. Wird aber ausgetestet. Da kann ich ja nichts, ne? Könnte funktionieren. Ich finde es bei Base-Produkten immer schön, wenn sowas mit dabei ist. Also ich mag Blush, Bronzer, Highlighter in Beautyboxen einfach richtig, richtig gerne. Fühlt sich sehr schön cremig an. Ist aber matt, ne? Das ist eine schöne, schöne Farbe. Das kann man wohl mal ausprobieren, würde ich sagen. Das gönnen wir uns doch dann mal. Schön. Nee, das freut mich direkt wirklich sehr. Klasse. Das bringt die Box für mich schon mal, ja, ich muss eben hier den Finger sauber machen, schon mal auf eine sehr positive Ebene. Dann habe ich hier jetzt Haargummis drin, Invisibobbles. Ich mag Invisibobbles, es tut mir leid, ne? Ja, The Elegant Hair Ring haben wir hier. Da sind 3 Stück drin. Aha, Slim and Sleek. With Hair Love Tag, okay. Also die haben jetzt eine etwas andere Form, als ich das normalerweise kenne, aber ich trage immer Invisibobbles, weil ich das einfach für meine Haare am schonendsten finde. Ich finde es cool, dass wir die hier drin haben, denn mir wären tatsächlich bald meine ausgegangen. Wobei, nein, ich habe da vorne den Invisibobble Adventskalender stehen, die werden mir safe nicht ausgegangen. Und die sind jetzt nämlich so ein bisschen auch gepunktet, ne? Sieht auch witzig aus, finde ich. Ja. Kann ich mir für mich gut vorstellen. Schöne Sache. Ich freue mich. Siehst du, da habe ich jetzt schon 2 Produkte, die ich wirklich gut finde. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Hier habe ich von Balance Me BHA Exfoliating Concentrate, also quasi Salicylsäure mit 30 ml. Und damit kannst du... ist a leave-on chemical exfoliant. Also das ist ein chemisches Peeling. Wirkt dann wahrscheinlich gegen Unreinheiten, weil Salicylsäure halt gegen Unreinheiten wirkt. Ich mag sowas. Ich verwende super gerne chemische Peelings, Enzympeelings und so weiter. Kann ich jetzt aktuell nicht, weil wegen schwanger und so. Aber finde ich gut. Das machst du dann meistens abends wahrscheinlich drauf, oder? Created to help gently remove dead skin cells, reduce blemishes, target enlarged pores and improve hydration to reveal a softer, brighter, more youthful looking complexion. Ja, du sollst halt irgendwie jünger aussehen und hübscher aussehen, wie immer. Machst du auf dem Beauty Pad, gehst dann über dein komplettes trockenes Gesicht und dann musst du es nicht abwaschen. Würde ich abends anwenden, weil wenn du es über Tag machst und dann chemisches Peeling, ist immer schwierig, ne? Gut. Kiehl's. Creamy Eye Treatment. Ich mag diese Augencreme. 7 ml. Die ist so reichhaltig, Leute. Boah. Steht auf Platz 1 meiner Lieblingsaugencremes. Tatsächlich. Ist vor der Clinique All About Eyes. Ist vor den Dalton Augenpflegeprodukten. Also der Dalton Q10 tatsächlich. Ist eine richtig schöne Augencreme. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, Anfang des Jahres oder so, halt in der Zeit, wo ich auch relativ viel geweint habe, so um den Opa von meinem Freund zum Beispiel oder um meinen Opa und so, hatte ich sehr gereizte Augen und da hilft mir sowas tatsächlich dann immer sehr, sehr gut, weil die halt so reichhaltig ist. Und ich hatte das auch eine Zeit lang, dass ich hier auf meinem Augenlid, das war letztes Jahr im Winter ungefähr, ne, da hatte ich doch so ganz, ganz schuppig und ganz trocken und entzündet und so. Da hat mir die geholfen und das ist halt einfach die krasse Geschichte. Wenn du so ein Produkt hast, wo du weißt, wenn du das verwendest, da geht die Party ab. Frühlingsrolina, Alina, die hatte das nämlich mal irgendwo in einem Aufgebraucht-Video gesagt, dass es halt so krass ist, ne? Hammermäßig, wirklich. Hier habe ich dann auch noch, bist du überzeugt, dann sichere dir jetzt Nachschub und erhalte 10% Rabatt auf Kiehl's bei Flaconi mit dem Code CARELOVE9. Ja. Das ist auf jeden Fall möglich, ne? Das ist immer eine schöne Geschichte, kann man sich definitiv gönnen. Das ist nett.
Und das letzte Produkt, was in dieser Box drin ist, ist von Bubble Tea eine Body Lotion. Coconut Hydrate Your Skin with the Smooth Coconut Body Lotion 100 ml. Die wird aber weiter wandern. Ich bin jetzt eigentlich nur in meiner Schwangerschaft geruchstechnisch mit Kokosnuss konform gegangen. Aber ich glaube, dass das nicht für immer bleiben wird, ne? Und ich habe eigentlich auch genug andere Bodylotions, die mir so generell vom Duft her deutlich besser gefallen werden. Naja, aber das ist nicht schlimm, denn das ist jetzt eins von 5 Produkten, wo ich sage, muss jetzt nicht so unbedingt sein. Wir haben dekorative Kosmetik dabei, wir haben ein bisschen Pflege für das Gesicht dabei, ein bisschen mehr Pflege fürs Gesicht. Was für die Haare, was für den Körper, was will man mehr, ne? Also ich persönlich finde das immer wieder interessant. Natürlich hast du ab und an einen Flop mit dabei, wo du dich drüber ärgerst. Oder so wie jetzt halt, dass die Glossy Box dann vielleicht einfach ein paar Wochen zu spät kommt und du dir einfach denkst, ey, Mensch, wo ist meine monatliche Überraschung? Ich brauche das jetzt einfach so für mich, ne? Ja, aber du wirst dann entlohnt mit wirklich schönen Produkten, die in der Box drin enthalten sind, die das Geld und das Warten einfach wert sind. Ja, und deswegen bin ich halt immer wieder froh, dass ich jetzt ja schon seit über vier Jahren tatsächlich immer wieder die Glossy Box hier monatlich nach Hause geliefert bekomme. Mittlerweile in der Kooperation ja sogar. Aber ja, Wahnsinn. Also ich mochte die Box. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare rein. Natürlich hätte man das ein oder andere Alternativprodukt drin haben können. Das ist bei der Glossy Box manchmal der Fall. Aber meine Auswahl fand ich gut. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem Unboxing von der Glossy Box aus dem Monat September. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!